Errungenschaft freigeschaltet, die letzte Ehre. Kapitel 8. Die jungen Wilden. Uptown, 11. April 1951. Moin. Oh, was ist denn los? Hey, Vito, raus aus den Federn! Herr Gott! Marty, hör auf zu schreien! Mir brummt der Schädel! Oh, Entschuldigung, Joey. Und sag nicht immer Joey zu mir. Das geht mir auf den Sack. Vito, komm runter! Ach, du Scheiße. Na gut, triff dich draußen mit Joe. So, was machen wir zum Frühstück? Natürlich! Nee, komm heute mal Lederjacke, ne? Nee, komm her, hier. Eins hoch, eins hoch. Wir sind doch Mafia. Und los geht's. Neuer Tag, neues Glück. Was? War da gerade was? Ach, Lichtschalter, okay. Sag mal, wer war denn das? Der hat ja eine Stimme wie Woody Woodpecker. Das war Marty. Der Kleine hat mir an meiner Straße gewohnt. Als ich den LKW abholen musste, hat er mich mitgenommen. Wozu der LKW? Mit dem verdienen wir ein bisschen Kohle. Spring rein, ich erklär's dir unterwegs. Du fährst. Wohin? Riverside. Na dann, auf nach Riverside. Aufholjagd mit 5:3. Das war eine Nacht, ja? Ja, das kannst du laut sagen. Mal ehrlich, bist du noch sauer auf mich? Boah, reiche Einbruch. Das war natürlich mein Traum, wenn ich aus dem Knast komme. Aber im Puff, da hat's dir doch gut gefallen, oder? Ja, vielen Dank auch. Aber alles danach hat mir weniger gefallen. Okay. Heute wird alles viel besser. Das verspreche ich dir. Das will ich auch hoffen. So, mal kurz auf die Karte gucken. Ich bin ganz richtig. Geh ich sie jetzt. So, vielleicht eine andere Ansicht. Was geht's denn? Ganz einfach. Wir fahren ein paar Ecken ab und liefern die Kippen aus. Dann bringen wir den LKW zu Eddie und holen unseren Anteil ab. Kinderspiel. Moment mal. Soweit ich mich erinnern kann, bin ich wegen so einem Kinderspiel in den Knast gewandert. Keine Panik. Ich hab das schon mal gemacht. Erster Stopp, Riverside. Na gut. Vertrau mir. Du wirst mir noch dankbar sein. Hast du nicht gesehen, dass rot war? Ja und? Ich hab eine Hupe.
muss ich auch. Und jetzt? Jetzt kümmern wir uns um unsere Kundschaft. Die Jungs nehmen große Mengen ab. Komm mit. Ja, von was denn überhaupt? Okay, kletter rauf und gib mir die Ware. Hi, eine Stange Reds. Zigaretten. Gib mir eine Stange Reds, Vito. Bingo. Hey, na endlich kommt ihr. Ich hab keine Kippen mehr. Gib mir eine Stange Blues. Eine Stange Blues, Vito. Ja, genau die. Hier. Oh Gott, Hilfe. Was für ein einige Stunden später. Was für ein furchtbar langweiliger Job. Na super. Was soll der Scheiß? Hey Sarge, wie geht's? Eine Stange Blues wie immer? Ich nehme heute mal Whites. Haben wir nicht. Hast du gehört, Vito? Los, eine Stange Whites. Roter Karton? Vito, blauer, wo bleibt Karton? Deine Stange Whites? Hast du was an den Augen, Vito? Gib mir eine Stange Whites, verdammt. Wo sind denn die Whites? Ach, hier vorne sind die Whites. Ah. Da. Siehst du, du machst das mit links. Gar nicht so einfach. Drei verschiedene Farben. Danke, Joe. Und jetzt verzieht euch, okay? Okay, weiter geht's. Steig ein, Vito. Nächste Station ist Millville. Millville. Läuft gigantisch heute. Wir machen richtig Geld. Fahr nach Millville. Dann fahren wir jetzt nach Millville. Gesehen, ne? Der Kleine, dieser Marty, arbeitet er auch für Eddie? Davon träumt er. Der Kleine ist kaum 18. Er arbeitet für mich, fährt mich rum, macht Botendienste, solche Sachen. Er hält sich aber für einen Gangster. Der Junge sieht zu viele Filme. Oh, wenn sich der Kurze dich zum Vorbild nimmt, hat er ein Problem. Ach ja, Klugscheiße? Er erinnert mich sehr an dich, als du in seinem Alter warst. Ich guck zwei Streets of Many. Ich hab in Europa 2 Jahre lang Kugeln um die Ohren gekriegt und war 6 Jahre im Knast, seit ich dich kenne. Das meinte ich mit Problem. Was ist los mit dir? Hat dir jemand in deinen Morgenkaffee geschissen? Hast du die guten alten Zeiten vergessen? Ja, daran musst du mich irgendwann mal erinnern. Mach noch einen Stream aus, Mensch, Gritsch.
fährst wie meine Großmutter, weißt du das? Und wurde getötet. Ei, caramba. Okay. Halt, mach die Pistole weg. Das war wohl nix. Einsatz mit X. Kleine, dieser Marty. Arbeitet er auch für Eddie? Davon träumt er. Der Kleine ist kaum 18. Er arbeitet für mich, fährt mich rum, macht Botendienste, solche Sachen. Er hält sich aber für einen Gangster. Der Junge sieht so viele Filme. Ah, dass sich der Kurze dich zum Vorbild nimmt, hat er ein Problem. Ach ja, Klugscheiße? Er erinnert mich sehr an dich, als du in seinem Alter warst. Genau. Ich habe in Europa 2 Jahre lang Kugeln um die Ohren gekriegt und war 6 Jahre im Knast, seit ich dich kenne. Das meinte ich mit Problem. Was ist los mit dir? Hat dir jemand in deinen Morgencafé geschissen? Hast du die guten alten Zeiten vergessen? Ja, daran musst du mich irgendwann mal erinnern. Gehen, wenn man die einmal anhut, ne? Ganz kurz so. Piep. Schon geht er an die Seite. So, diesmal haben wir es überlebt. Willst du jeden verfluchten Wagen rammen? Hey, ich fahr schon länger, klar? So leicht, so einen alten Truck zu steuern. Meine Herren, da fährt sie echt nicht so easy. Siehst du, was ich gesagt habe? Läuft alles wie geschmiert. Okay, das entschädigt fast für gestern Nacht. Fast. Na komm, wie willst du das toppen? Du bist an der frischen Luft, in guter Gesellschaft und verdienst einen Riesenhaufen Knete. Gar nicht übel für einen Kerl, der gerade aus dem Kittchen kommt. Okay. Wenn es so weitergeht wie jetzt, dann ist alles vergeben und vergessen. Das ist der Vito, wie ich ihn kenne. Gleich sind wir da. Sag mal, was soll der Scheiß? Oh Mann, entspann dich. Da muss ich hin, ne? Hey! Hier gibt's neue Zigarettis. Da kommt's alle angelaufen. Yay! Zigaretten. Hey, eine Stange Blues bitte. Gib mir eine Stange Blues. Okay, her damit. Liam, wunderschönen guten Abend. Auch du bist herzlich willkommen. Danke fürs Einschalten. Hier bitte. Wir spielen Mafia. Ich nehme eine Schachtel Reds. Eine Stange Reds, Vito. Bingo. Ein bisschen wenig los hier gerade. Okay. Ups. Alter Schwede. Hot Rods. Die Hot Rod Gang. Was verkaufst du, Kumpel? Willst du nur glotzen oder vielleicht auch was kaufen? Wer weiß. Wir verkaufen Kippen. 2 Mäuse für die Stange, 100 Mäuse für die Kiste. Ich mach dir einen Vorschlag.
Schiebt 10 Stangen rüber und wir lassen euch mit einem blauen Auge davonkommen. Gegenvorschlag. Du steigst wieder in dein kleines Wägelchen zu deinen kleinen Freunden und ich tue so, als hätte ich euch nie gesehen. Wie klingt das? Sag mal, hast du Matsch in der Birne, du Fettsack? Das ist unser Gebiet. Wenn ihr hier Geschäfte macht, kostet das. Also zahlt. Du hast Matsch in der Birne. Du weißt wohl nicht, mit wem du hier redest. Du kriegst noch eine Chance. Entweder du verziehst dich oder... Ich weiß, mit wem ich hier rede. Mit einem fetten Spaghettifresser, der in meinem Revier geklaute Kippen vom Lastwagen runterverkauft. Und jetzt ist Ladenschluss, kapiert, Arschloch? Okay, Jungs. Zeig denen, was brandheiße Ware ist. Scheiße, Joe. Super. Verdammt. Was sagst du jetzt, Headcrest? Was ich jetzt sage? Das hier. Na los, steig ein. Wir hauen ab. Oh, wow. Okay, schnappen wir uns einen von den Burschen. So, dann machen wir Gas, jetzt. Er entwischt uns. Tempobegrenzer. Ich stehe schon voll auf dem Gas, Joe. Die Karre geht nicht schneller. Ja, wollen wir kicken, ne? Ob wir den noch kriegen. Oh, verdammt. Und jetzt? Scheiße, wir müssen Eddie Bescheid sagen. Ruf ihn von der nächsten Telefonzelle aus an. Verdammt. Völlig dämlich jetzt, ne? So, ich fahr mal Little Italy runter, wenn wir eine Ausfahrt finden. Das war einer hier? Ja, ne? So, nächstes Telefon. Achso, wie rufen wir denn an? Eddie, ne? Eddie, ich bin's, Vito. Wir haben ein Problem. Wir haben gerade Zigaretten ausgeliefert, dass plötzlich ein paar Halbstarke aufgetaucht sind. Die haben den LKW angezündet. Was? Verarschst du mich? Ihr seid nicht mit ein paar Halbstarken fertig geworden? Was für eine Scheiße ist da abgelaufen? Hör mal, Eddie. Hey, wir können nichts dafür. Sie haben den Truck abgefackelt, bevor wir wussten, was los ist. Und alles ist verbrannt. Okay, wir haben einen von ihnen abgeknallt, aber... Ist mir doch scheißegal. Ich will meine Kohle. Ich habe 2 Riesen für die Karre bezahlt und will sie wieder haben. Ein Glück für euch beiden Nullen, dass ich Dereks Mann Steve mitgebracht habe. Wir haben gerade darüber gesprochen, was wir mit diesen Pennern machen sollen. Wir kümmern uns jetzt um sie. Steve trifft euch dann im Crazy Horse. Kennt ihr das? Okay, Crazy Horse. Ja, ich weiß, wo das ist. Steve bringt ein paar Jungs mit. Zeigt ihnen, dass man so nicht mit uns umgeht. Aber keine Schießerei. Das soll wie eine Schlägerei zwischen 2 Gangs aussehen. Ich will morgen in der Zeitung nichts von einem Blutbad lesen. Geht klar, Eddie. Keine Sorge. Wir machen das schon. Na wunderbar. Wir treffen uns mit Steve vom Crazy Horse. Die gute Nachricht ist, er wird uns helfen. Die schlechte, dass Eddie die 2 Riesen zurückhaben will. Scheiße. Glaubst du, wir können aus dem Typen 2 Riesen rausprügeln? Keine Ahnung. Mal sehen, was Steve so im Schilde führt. Ey, Gott. Der macht das nicht aus reiner Gefälligkeit. Komm jetzt. Eddie war am Telefon stinksauer. Und wie? Ich bin gerade auch stinksauer. Wenn diese Arschlöcher nicht genug Geld haben, prügle ich ihnen Scheiße im Wert von $2,000 aus dem Arsch. Ich bin dabei. Aber warum arbeitet Steve für Eddie? Er arbeitet für Derek und Derek ist einer von Vincis Bossen. Woher soll ich das wissen? Aber hey, du nimmst trotzdem weiter Jobs von Derek an, oder? Obwohl du für Eddie arbeitest. Wir tun doch alle, was wir tun müssen. Ei,
Eieieiei. Gerade die 2000 bezahlt, die mein Vater als Schulden hinterlassen hatte. Anschließend dafür in den Knast gewandert. 6,5 Jahre später kommst du raus. Zack, hast du wieder 2500 diesen Schulden am Arsch. Na, wunderbar. Natürlich ekelhaft sowas, ne? Das ist echt ätzend. Hey, Steve. Hey. Hey, Jungs. Marty, was machst du denn hier? Hey, Joe. Ich bin diesmal mit dabei. Steve braucht Unterstützung und nimmt mich mit. Steve, ist das nicht... Da lernt der Junge mal was. Was wollen wir hier, Steve? Die Typen hängen doch immer in der Gießerei rum. Hier treffen sie sich immer, also fangen wir hier an. Dann fahren wir rüber zur Gießerei und bringen den Job zu Ende. Und wieso hilfst du uns bei dieser Sache? Die Saukerle haben die Karre von meinem Cousin geschrottet. Haben ihn ausgeraubt und ihm 3 Zähne ausgeschlagen. Diese Arschlöcher machen überall in der Stadt Ärger. Letzte Woche halt haben sie... Halt die Fresse. Jetzt rede ich. Schon in der Bibel steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und deshalb werden wir mit der Bude anfangen. Was hast du vor? Erstmal aus der Hütte Kleinholz machen. Ach, und wie? Na damit. An die Arbeit. Es geht los, Jungs. Macht mit, oder steht uns wenigstens nicht im Weg rum. Den Wichsern reißen wir den Arsch auf. Was für eine Scheiße geht denn hier ab? So war das aber irgendwie nicht geplant, ne? Das macht Spaß! Vito, Marty, ich hab Molotov-Cocktails auf dem Raum. Holt sie und schmeißt sie rein. Mit Vergnügen, Steve. Molotov-Cocktail. Wird ihn die Lehre sein. Ja, ja. Okay, und jetzt auf zur Gießerei. Na wunderbar. Steigt ein, Jungs. Ach, wir treffen euch zwei am Haupttor. Bis gleich. Komm. Hui. Ich hab ein bisschen viel Gas gegeben gerade. Auf der Schotterpiste keine gute Idee. So. Oh. Hast du die Taste gedrückt? Hey, was habt ihr hier zu suchen? Wir sind der scheiße Spur gefolgt. Nächster. Ha, sehr gut. Euch mache ich kalt. Joe, pass auf! Oh, danke, Kleiner. Scheiße, die haben Kanonen. Macht sie fertig! Na wunderbar. Ich schleich mich ran. Ich hab was für dich, du miese Schwein! Scheiße, Abmarsch! Die sagt sie doch mal nicht, Jungs! Hey, alles klar? Das ist nur ein Streich. Ich könnte Hilfe gebrauchen! Ich geb dir Deckung! Du bist jetzt tot! Bleib gefälligst am Leben, bis der Kampf vorbei ist. Geht schon. Versuch's versuchen. Okay. Pass schon, leg ihn um. Das ist alles? Dann blüht dir was. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Du bist hast du Schiss, Arschloch?
Na. Hast du das beim Militär gelernt? Hey, gar nicht mal so schlecht. Ich bin der Beste. Na komm. Gib mir Deckung! Los, du Ärger! Gib mir Deckung! Ich mach dich fertig! Fick dich! Na, sind da noch welche? Gut, Vito, los jetzt! Nur Schwanzgesicht, leg ich um! Es ist vorbei! Alles klar? Wir kriegen ihn! Ist nicht wild. Los, Vito! Mann, du schießt ja beschissen! Oh, guter Schuss! Du schießt ja beschissen. Oh, guter Schuss. Gib mir Deckung, Vito. Los, du Arsch. Los, wir geben dir Feuerschutz. Wir sehen uns in der Hölle. Dein Arsch gehört mir! Was zum Lutschen, Dixer. Weiter so, Vito! Du sollst mir Deckung geben! Alles okay? Nicht der Rede wert. Komm! Was wird das? Nicht schlecht, was? Schön den Arsch geschossen, jawohl. Los jetzt, zack, zack. Komm raus aus deinem Rattenloch. Du hast keine Chance, du Scheiße. Schreibe Karte aus dem Jenseits. Gib dir Deckung. Los! Ja! Oh, das sind ganz viele böse Jungs. So, kriegen wir noch ein bisschen Munition irgendwo. Ein bisschen die Leichen abklappern hier. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. So, komme gleich. Bin gleich da. Hier müssen wir gerade warten. Da hinten. Hier liegt nichts mehr rum. Okay. So, Vito, dann gib mal Gas, Gas, Gas. Laufen, laufen, laufen.